Hello. Hello. Sunday, nothing's changing, trapped in here. Just gotta break away and leave the old back in there. Come on, let's go. 1, 2, 3, 4. We gonna start a revolution. Every day, a new solution. Gonna smash and break right through the mold. I don't wanna listen to you. Nothing you say makes sense to me. To do, 'cause I'm gonna set us free. So come on, let's go. 1, 2, 3, 4. Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Freunde. Euer Mölli ist wieder da. 86 Grad und es wird noch kälter. Und ich bin wieder da. Die Lust ist gar grenzenlos, aber das ist, glaube ich, auch ganz normal nach dem Urlaub, wie immer. Wenigstens war mein Auto ganz, muss ich schon sagen. Also das hat mich schon schwer begeistert. Sieht aber aus wie Sau, also nicht gewaschen. Innen drin hat es gestunken, als ob ein Hammel durch die Bratröhre gewandert ist. Egal. Kaffee ausgekippt. Unter den Matten alles nass. Die lieben Kollegen. Ne? Reden wir ja immer wieder drüber, aber egal. Wie softly. Ja, ich bin jetzt hier in Ilsfeld. Ilsfeld. Hab heute Morgen hier um 8 abgeladen. Und warte jetzt auf Rückladung. Im Moment. Erholt habe ich mich so ein bisschen, aber ich hätte mich auch noch länger erholen können. Aber hey, 3 Monate und ein paar zerquetschte und dann geht schon wieder ab in die Sonne. Ich warte mal der Dinge, die hier kommen und schlürf Käffchen. Mein Auto habe ich gestern schön gewienert, geputzt. Das ist dann immer so der Vorteil, wenn du aus dem Urlaub kommst und deine Kollegen die Karre hinterlassen wie Sau. Dann wird sie wenigstens mal richtig geputzt. Ist jetzt aber kein Anreiz für euch, mir mein Auto immer dreckig hier zu lassen. Kollegen. Wir werden sehen. Also, ich melde mich bei euch. Muss erstmal wieder in die Scheiße reinkommen. Und ja, ich habe noch keine Lust. Echt nicht. Schauen wir mal. Peace.
weitermachen. Ich habe jetzt geladen, 33 Paletten Schuppen für den Schneeschieber. Ja, der nächste Winter kommt bestimmt. Und was soll ich sagen? Das Ganze geht zu Kaufland. Naja, schauen wir mal. Das Ganze hat morgen früh um 7:30 Termin. Also 7:30 Papierabgabe, 8 Uhr Termin. Bin mal gespannt, wie das so läuft, weil noch ein Auto von uns vor uns ist. Und ja, ich bin jetzt auf dem direkten Weg Richtung Waschstraße. Tu das Ding, was ich von innen gecleant habe gestern, bis zum geht nicht mehr, weil ihr wisst ja, der gebratene Hammel und so weiter, gestunken hat. Das werde ich mal von außen mal richtig schön sauber machen. Das Auto hat sich echt verdient. Dann könnte es sein, dass ich eventuell die Reifen nochmal nachpinseln muss, weil rechts und links keine Farbe mehr an der Reifen ist. Wie kommt das wohl? Ja, das frage ich mich auch. Egal, scheiß drauf, ey. Hier holst du mich jetzt gleich wieder alle hier und müssen mich alle wieder ausbremsen. Pass auf, jetzt hier, pass auf. Check das. Oh, die Straße hört ja auf. Jetzt müssen wir vor den LKW. Na? Ja. Oh, die Straße hört ja auf. Da kann ich an dem LKW doch noch links vorbei. Oh, ey, die sind so doof, ey. Mann. Es gibt nirgends so bescheuerte Leute wie hier, ehrlich, ey. Da hinten genau dasselbe wieder. Ne? Ein Fahrstreifen hört auf. Ja, ich kann ja vielleicht dann an allen vorbeifahren. Boah, ey, der Christ, echt, der Christ, Plackchristen. Die haben sich nämlich schon schön geküsst da vorne. Ich kann euch das leider nicht zeigen. Aber wahrscheinlich wieder rüber, ne? Meine Fresse, ey. Deutschland, deine Idioten, ey. Ey, fahr, Junge, ey. Bist du bescheuert oder was? Dann fahr rüber. Einfach mal an, jo, kann man ja mal machen, ey. Deutschland, deine Idioten, ey, wirklich. Das ist nicht normal, das ist echt nicht normal. Du bist den ersten Tag nach dem Urlaub da und hast schon 5000 Idioten wieder getroffen, ehrlich. Ist halt so. Ich wollte euch das nur mal mitteilen. Ich melde mich. Wie immer. Hey Leute, ich muss erstmal wieder in den Trott reinkommen, ehrlich, ohne Scheiße, ehrlich. Ey. Quasi, ich muss erstmal wieder in YouTube, weißt du, YouTube Trott. Muss ich erstmal wieder reinkommen. Ins Gelaber. So lange gechillt jetzt hier, muss man erstmal labern wieder lernen. We'll be right back.
Jo, Freunde! Gewaschen! Auto gewaschen, außen, innen poliert, seit gestern schon. Bisschen Staub ist noch irgendwo. Egal. Ja. Ich fahre jetzt noch tanken, dann nach Hause. Und dann war es das mit dem ersten Arbeitstag am Urlaub. War eigentlich ganz easy, ganz fluffig. Aber die Lust muss auch erst wieder kommen. Ne? Nichtsdestotrotz, ich fahre tanken, dann nach Hause. Wicked, Peace, euer Mölli, ich mach Feierabend. Wir sehen uns morgen in alter Frische. Also, haut rein. Freunde, moin, seid gegrüßt, Mann.
Ich wollte mich erstmal kurz melden, weil ich mich noch gar nicht gemeldet habe. Der Möller wieder. Ich habe heute Morgen bei Kaufland abgeladen. War um 7:15 war ich da, um 8 habe ich Termin gehabt. Lief, ehrlich. 5 Minuten gewartet, konnte ich reinfahren. War echt alles okay, hat alles gepasst. Also ich glaube, die lernen langsam aus ihrer Scheiße aus vergangenen Tagen. Jetzt habe ich einen Auflieger getauscht, habe mal wieder 9 Auflieger dran. Vielleicht von hier bis zur Firma so 20 Kilometer. Ich weiß es nicht, egal. Habe wie gesagt die Auflieger an der Rampe getauscht hier bei unserem Kunden und düst jetzt erstmal zu uns auf dem Hof. Da war ich jetzt schon seit 2 Wochen nicht. Auch nicht schlimm. Und werde berichten, was heute noch läuft. Na, vielleicht gibt es ja mal eine mega geile Ferntour oder sowas. Wäre mal was. Na? Also, ich sage euch Bescheid, ich melde mich. Bis Latter. Ist ganz schön warm, ey. Es ist warm, Leute. Es ist echt warm. Wie gesagt, ich melde mich. Ciao. Hello. So Leute, Peitz bei Cottbus und Berlin. Ich fahre nach Berlin mit dem tollsten Auflieger, den es gibt. Aber hey, Berlin. Ja Leute, mal wieder ein bisschen Hofdienst gehabt gerade eben. Und einen Auflieger nach dem anderen links, rechts, hoch, runter. Umsatteln, rumsatteln, wegsatteln. Aber soll es, muss ja auch gemacht werden. Egal, habe jetzt geladen, muss mal gucken, ob ich genug Paletten dabei habe. Und dann geht's ab in die Hauptstadt. Aber erstmal nach Peitz bei Cottbus. Da war ich noch nie. Irgendwann ist immer das erste Mal. Ja, wie gesagt, ich mache jetzt noch die Papiere und dann reiten wir los. We'll be right back.
Feierabend, Leute. Feierabend, Feierabend, Feierabend. Zweiter Tag nach dem Urlaub. Rumgekriegt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ey, ich sag euch, das war wieder ein Tag. Umsatteln, rumsatteln, wegsatteln, alles gesattelt. Gesattelt, 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 gesattelt. Lauter so ein Scheiß. Irgendjemand hat mir jetzt geschrieben, gucke ich mir gleich an. Ja, ich stehe jetzt hier in der Nähe von Chemnitz. Bin auf dem Weg Richtung Cottbus, dann weiter Richtung Berlin. Jetzt gucke ich erstmal, dass ich was in die Kiemen bekomme. Und dann habe ich mich in die Kiste. Ich bin so platt. Keine Ahnung warum. Aber ist wohl so. Ja, Leute, und dann könnt ihr mir einfach mal in die Kommentare unten reinschreiben, wie es eigentlich so aussieht. Wollen wir nochmal einen Livestream starten oder so? Habt ihr generell nochmal Bock, so ein bisschen live was zu machen? Dann schreibt mir das unten in die Kommentare. Ja, ansonsten eigentlich nochmal danke an euch alle da draußen, dass ihr so zahlreich meinen Kanal abonniert. Der Kanal wächst und wächst und wächst und wächst. Also mir ist da schon echt so langsam ein bisschen Angst und Bange vor. Aber ich freue mich auch tierisch drüber, muss ich echt sagen. Also jetzt fast 2100 Leute, die mich alten, bärtigen Glatzkopf verfolgen. Das macht mich schon glücklich. Ja, das passt, ehrlich, ey. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, würde ich mich tierisch drüber freuen. Abonniert den, lasst ein Like da, kommentiert, was das Zeug ergibt. Schreibt mich an, folgt mir auf Instagram auf Mölli72, findet ihr mich da. Facebook habe ich meine Mölli Road Story Fanseite oder generell offizielle Seite. Fanseite, ich habe keine Fanseite. Okay. Ja, und ich finde es einfach mega geil und ich hoffe, dass das echt noch lange so weitergeht. Ich hoffe das ehrlich, wirklich. Ja, weil wir werden ja alle nicht jünger. Schönen Feierabend wünsche ich euch, schönen Abend generell und ich verbleibe mit unserem Gruß wie immer. Wicked Peace, euer Mölli, in love, versteht sich. Und wir sehen uns morgen früh in alter Frische. Also, bleibt mir gewogen. Bis dahin.